Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, eure politisch unkorrekte Steffi mit ihrem fünften Video zum Thema politisches Irrenhaus Deutschland. Und ein politisches Irrenhaus ist es in der Tat. Ich habe mir auch heute wieder meine Zettelage fertig gemacht und möchte ganz gerne mal bei einem Herrn Maas anfangen. Herr Maas, der sich da jetzt hinstellt und sagt, alle die bei Pegida mit auf die Straße gehen, sind mitverantwortlich dafür, wenn Asylbewerberunterkünfte brennen. Herr Maas, Sie sind ein Mann, der sich immer ganz klar gegen Hetze in jedweder Form ausgesprochen hat. Aber das, was Sie in dem Punkt von sich gegeben haben, ist Hetze in Reinkultur. Warum? Weil Sie wirklich jeden von uns damit unter Generalverdacht stellen und versuchen, uns zu kriminalisieren. Warum? Einfach nur, weil Sie nicht wollen, dass wir weiter auf die Straße gehen und gegen Ihre Politik, die Sie und Ihre Kollegen da betreiben, protestieren. Nur aus diesem Grund geben Sie jetzt so einen Müll von sich. Lassen Sie es einfach sein, Herr Maas. Sie haben schon so viele merkwürdige Ideen gehabt. Da kann einem wirklich nur schlecht werden bei, ja? Und ich gebe Ihnen mal einen Tipp, Herr Maas. Sie sollten sich wirklich mal die ganzen Polizeiberichte zu diesen Bränden anschauen. In 80% der Fälle ist es nämlich so, dass die Asylbewerber selbst das angezündet haben. So, und jetzt stellen Sie sich doch mal bitte die Frage, Herr Maas, warum das so ist. Also wer jetzt tatsächlich noch glaubt, das machen die alles ja bloß, weil sie nicht mit Feuer umgehen können, naja, bitteschön, da soll sich jeder selber seine Gedanken zumachen. Herr Maas, machen Sie einfach einen Kopf zu und denken sich vorher, überlegen Sie sich vorher einfach mal, was Sie da sagen wollen. Und eine Frau Merkel, mit der möchte ich jetzt ganz gerne weitermachen. Frau Merkel, Sie haben sich jetzt hingesetzt und gesagt, Sie können sich das überhaupt nicht vorstellen, Asylbewerber bei sich zu Hause aufzunehmen. Wie kommt denn das? Frau Merkel, wie kommt es, dass Sie wirklich am lautesten von allen europäischen Führungsleuten gebrüllt haben, ja, kommt alle hierher, hier ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen, wir schaffen das. Und jetzt aber sich hinstellen und überhaupt niemanden aufnehmen wollen bei sich zu Hause, wo sie doch so viel Platz haben. Frau Merkel, ganz ehrlich, solange Sie nicht bereit sind, mit gutem Beispiel voranzugehen und alle anderen Politiker, ihr dürft euch da mal bitte auch angesprochen fühlen, werden wir euch nicht folgen, aber überhaupt nicht. Und ihr braucht auch gar nicht daran denken, uns hier die Leute zu Hause bei uns aufzuzwingen. Ja, das werden wir Bürger nicht mitmachen. Das ist unsere Privatsphäre, unser Zuhause. Ganz ehrlich, also selbst ich würde noch nicht mal einen fremden Deutschen bei mir zu Hause aufnehmen. Warum? Weil ich einfach mal nicht weiß, was das für ein Mensch ist. Punkt, da brauche ich gar nicht diskutieren und ich weiß, es geht nicht nur mir so, es geht allen Deutschen so. Selbst ihr Politiker habt ja schon gezeigt, dass ihr dazu nicht bereit seid. Ne? Eine Sarah Connor hat es jetzt vorgemacht, die hat eine Frau mit ihren Kindern bei sich zu Hause aufgenommen, Sarah Connor. Das finde ich gut. Ja? Nichtsdestotrotz, Sarah, frage ich mich, hättest du auch drei Männer bei dir zu Hause aufgenommen? Na, das glaube ich ja wohl eher nicht. Außerdem wissen wir ja, dass wir viel mehr Männer hier haben als Frauen und Kinder, die alle ein Dach über dem Kopf haben wollen. Ja? Die fordern das ja auch richtig. Also die bitten nicht höflich darum, sondern die wollen das auch. Und Herr Till Schweiger. Till, ich muss dir jetzt auch mal ein paar Worte dazu sagen. Du bist ja einer der besonders guten Gutmenschen, aber ganz ehrlich, auch du hast gesagt, du kannst dir das nicht vorstellen, bei dir zu Hause jemanden Fremdes aufzunehmen. Warum? Weil du ja kein intaktes Familienleben hast und das wäre ja nötig und du arbeitest viel, deswegen wäre das alles nicht möglich. Och, naja, du hast doch immer gesagt, das sind alles total nette Leute, die bereichern uns hier. Oder hast du einfach bloß Schiss, dass du auf eine Art und Weise bereichert werden könntest, die dir selber nicht gefällt? Beantworte dir die Frage einfach selber, nicht mir. Ja? Ich möchte ganz gerne hier noch weitermachen und zwar mit den ganzen Willkommensklatschern. Wo sind denn die jetzt? Wo sind denn unsere ganzen Plakatträger und Willkommensklatscher jetzt? Jetzt, wo wir Wohnungen brauchen für die Asylbewerber. Jetzt seid ihr alle weg, plötzlich in die Dunkelheit verschwunden. Ihr seid so eine Pfeifen. Ihr habt euch an die Bahnhöfe gestellt, habt gesungen und geklatscht und euch tierischen Loch in den Arsch gefreut und jetzt seid ihr alle weg. Stellt euch nie wieder an die Bahnhöfe mit euren Plakaten. Hört einfach auf damit, ey. Wirklich, ihr seid so eine Pfeifen. Ich kann es nur immer wieder sagen. So eine Lappen, wirklich, ey. Nee, kommt, macht einen Kopf zu und bleibt zu Hause, wenn euch ansonsten nichts weiter einfällt. Ich habe es in meinem zweiten Video schon gesagt, wenn eure Hilfe damit endet, dass ihr da einfach nur Hallo sagt und dann wieder nach Hause geht, dann lasst es einfach gleich sein, ja. Wirklich, muss nicht sein. Ja. Ich möchte ganz gerne auch noch was sagen. Natürlich hat mein viertes Video eine enorme Resonanz auch dieses Mal mit sich gebracht. Es war nicht alles nett und nicht alles freundlich, was ich so an Nachrichten bekommen habe. Viele haben gesagt, ja, die ist blond und dumm, hat keine Ahnung. Nicht alle Moslems sind so, wie sie das darstellt. Sie schert die Ausländer über einen Kamm, die sind gar nicht alle kriminell. Und jetzt möchte ich ganz gerne mal da mit ein paar Vorurteilen, die ihr da offensichtlich habt,
aufräumen. Ich habe den Koran gelesen und ich habe die Hadithen gelesen. Und ich habe mich mit Moslems unterhalten. Ich habe viele Fragen gestellt, einfach weil ich ein großes Interesse hatte, besser zu verstehen. Ja, ich glaube, ich bin eine von wenigen, die sich diese Mühe tatsächlich gemacht hat, ja? Ich weiß also durchaus, mit was für einem Gedankengut die hier leben oder auch hierher kommen. Und ich weiß auch, dass irdische Gesetze für die meisten Moslems null und nichtig sind und keine Bedeutung haben. Dass Scharia, Koran und Hadithen das einzige sind, wonach denen sie sich richten. Punkt. Und alle, die ihr jetzt mir was anderes erzählen wollt, geht doch einfach selber mal in die Moscheen, lest doch selber mal den Koran und redet mit ein paar Moslems, so wie ich das getan habe. Und dann erzählt mir mal was anderes. Auf diese Gespräche würde ich mich nämlich wirklich freuen. Ich habe absolut nichts, weder gegen die Moslems noch gegen Ausländer hier, die sich integriert haben, die sich hier an Recht und Gesetz halten, die unser Wertegefüge akzeptiert haben und die hier friedlich neben uns leben. Oder mit uns leben. Gegen die habe ich überhaupt nichts. Ich habe wirklich nur was gegen die, die sich hier kriminell betätigen, die uns fertig machen, die auf uns scheißen. Ich muss es wirklich so sagen, es gibt etliche, die scheißen hier auf uns. Und auch gegen diejenigen habe ich was, die hier versuchen, gegen uns zu hetzen. Herr Master, sind übrigens auch Sie gefragt, ja? Gucken Sie sich auch nochmal bitte die Moscheen genau an und erzählen Sie mir nicht, dass die Pegida-Leute hetzen oder alle anderen Demonstranten, die auf die Straße gehen, weil wir tun das nicht. Das sind ganz andere Leute, die wirklich gefährlich sind und hier hetzen und sich auch überhaupt nicht darum scheren, ob das in Ordnung ist oder nicht. Also, gegen diese Leute habe ich was. Und nur gegen diese Leute. Ja, ich wehre mich vehement dagegen, dass es heißt, ich wäre Nazi und ich würde gegen alle Ausländer was haben und gegen alle Moslems. Das ist überhaupt nicht so. Ich habe total liebe ausländische Arbeitskollegen gehabt, darunter auch einige Moslems, Frauen wie Männer. Das war für mich überhaupt kein Problem. Ich war ja neugierig. Natürlich wollte ich das kennenlernen und wissen, wie lebt ihr? Was sind eure Weltanschauungen? Warum sind die so? Ja, und ich hoffe auch wirklich, dass jeder von denen hier inzwischen einen guten Job gekriegt hat und ein schönes Leben hier führen kann. Aber ganz ehrlich, ich gönne dieses schöne Leben nicht denen, die sich hier aufführen, als würde ihnen die Welt gehören. Die will ich hier nicht haben. Ja, und ich möchte auch ehrlich gesagt die ganzen Nazis hier nicht haben. Ich rede von den echten Nazis. Die können gerne gleich mitgehen. Eine Sache möchte ich auch noch ansprechen, und zwar, es haben ganz viele nachgefragt, warum so viele junge Männer im wehrfähigen Alter zu uns kommen. Naja, eine Möglichkeit, wer sich so ein bisschen mit dem Thema Kindersoldaten in Afrika auseinandergesetzt hat, der weiß, dass diese Kinder wirklich ganz fürchterliche Gräueltaten erleben mussten, dabei zusehen mussten und auch selber verüben mussten. Ja, die erste Handlung, die sie oft machen mussten, wenn ihr Dorf überfallen wurde, war, dass sie die eigenen Eltern abknallen mussten und noch ganz viele andere schlimme Dinge mehr. So, wir wissen, dass in diesen Milizen und Armeen, wie auch immer man das nennen möchte, Gruppenvergewaltigungen, Tötungen, Folter, das alles ist dort völlig normal gewesen. Ja? Und diese Kindersoldaten, das sind heute junge Männer. Jetzt macht sich bitte jeder von euch mal seine eigenen Gedanken dazu. Wir wissen, dass es nicht nur in Uganda Kindersoldaten gegeben hat und auch gibt, sondern auch in ganz Afrika. Dieses vom wirklich Krieg gebeutelte Land und seine Menschen, die tun mir eigentlich leid. Nichtsdestotrotz kommen auch ganz gefährliche Strömungen damit hierher. Neben dem IS, was schon alleine gefährlich genug ist. Meine lieben Freunde, am Schluss möchte ich euch ganz gerne noch ein paar persönliche Worte sagen. Und zwar wird es euch vielleicht interessieren, natürlich aus welcher Herren Länder man mir noch Nachrichten hat zukommen lassen. Ich habe es in meinem letzten Video schon erwähnt. Und zwar waren das schon aus Norwegen, England, Schweiz, Holland und Österreich. Ne, also neben Deutschland, ganz klar. Aber, und das finde ich richtig genial, mir haben Menschen geschrieben aus Belgien, Frankreich, Neuseeland, Italien, Ungarn, Spanien, Griechenland, Dänemark, USA, Portugal, Spanien, Quatsch hatte ich schon, und Slowakei. Ihr seht also Leute, wir erreichen mit unseren Posts natürlich eine Menge Leute, nicht nur in Deutschland. Ich sage es noch einmal ganz klar, wir sind nicht alleine. Und auch wenn ein Herr Maas versucht, uns alle, die wir auf die Straße gehen und unsere Meinung sagen, zu kriminalisieren, lasst euch den Mund nicht verbieten. Auch ich werde immer wieder kommen, ich werde immer wieder aufstehen. Ihr könnt, Herr Maas, Sie können mich sperren, Sie können mich löschen. Sie können mich anzeigen, Sie können mich ins Gefängnis stecken, das wird alles mich nicht daran hindern,
immer wieder zu kommen. Das ist alles schon organisiert, Herr Maas, ja? Und auch Frau Merkel, Ihnen sage ich genau das Gleiche. Sie werden das Volk nicht mehr zum Schweigen bringen. Warum? Weil Sie mit dem, was Sie hier alles zugelassen haben, eine Gegenwelle ins Rollen gebracht haben. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Tja, wie wollen Sie denn diese Gegenwelle aufhalten? Am Ende auch mit Maschinengewehren, so wie man es in der DDR gemacht hat. Ja, Frau Merkel, ich weiß ganz genau, woher Sie kommen. Ich weiß auch ganz genau, welche Dinge Sie aus DDR-Zeiten versucht haben, hierher in die BRD zu transportieren. BRD GmbH, Entschuldigung. Und ich sage Ihnen aber mal gleich, ein zweites Mal wird sich das deutsche Volk sowas nicht gefallen lassen. Und genau deswegen versucht ihr alle uns ja auch mundtot zu machen. Das schafft ihr nicht. Gebt's doch einfach auf. Wirklich, tretet allesamt zurück. Wir brauchen euch nicht mehr, wir wollen euch nicht mehr. Ihr verzapft hier so viel Mist, dass es wirklich für 5 Generationen gereicht, auch für noch mehr sogar. Lasst es einfach bleiben. Nehmt alle euren Hut und geht. Geht. Wir können eure Gesichter nicht mehr sehen, wir können eure blöden Sprüche nicht mehr hören. Wir ertragen es nicht mehr, dass ihr unsere Gesetze brecht, dass ihr euch wirklich an gar nichts mehr haltet hier, dass ihr eure Versprechen brecht, dass ihr uns belügt. Ich könnte ewig so weitermachen, ja? So. Und liebe Freunde, lasst euch den Mut nicht nehmen. Ich werde weitermachen. Darum bin ich oft gebeten worden. Ich werde mich nicht mundtot machen lassen. Das solltet ihr auch nicht. Ich möchte wirklich sehen, dass ihr solche Videos macht, dass ihr auf die Straße geht, verbreitet eure Erfahrungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst nicht schweigen. Ihr dürft ganz klar sagen, was ihr alles erlebt habt, was ihr erfahren habt, wie es euch damit geht und wie ihr das findet. Macht es ganz einfach. Ich bitte euch wirklich darum, seid endlich ein bisschen mutiger und lasst euch nicht mehr so klein halten. Habt ihr alles überhaupt nicht nötig. Jeder einzelne von euch ist stark. Und wenn wir zusammenhalten, als ein Volk, das wir sind, ganz wichtig, Wessi, Ossi, scheiß doch drauf, wir sind ein Volk, wir müssen uns zusammenschließen und zusammen etwas bewirken, dann schaffen wir das auch. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich Merkel zitiert. Ja, aber ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass wir, wenn wir zusammenhalten, unser Land schützen können, seine Kultur, seine Werte und alle Menschen und folgenden Generationen, die hier groß werden. Also, ich wünsche euch alles Gute, bleibt stark, bleibt standhaft, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin, macht's gut.